Servus, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Heute geht es ins Stadion zum Spiel Wolfsburg-Frauen gegen FC Bayern-Frauen. Ich bin super gespannt, vor allem, weil das ein krasses Spiel wird. Es sind in jedem beiden Teams krasse Spielerinnen und ich bin sehr gespannt. Ist ja so ein bisschen wie Bayern-Dortmund. Ja, ich freue mich drauf und bin echt, echt gespannt, wie es wird. Ist mein erstes Mal Wolfsburg-Frauen gegen FC Bayern-Frauen. Und ja, davor gehen wir noch ins Designer-Outlet in Wolfsburg. Mal gucken, was man da so abschnappen kann. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Seid dabei. Viel Spaß beim Video. Heute wird tatsächlich auch das erste Mal diese Saison meine Stadionjacke ins Spiel kommen, weil heute werden es nur ungefähr 10 Grad, 11 Grad und da braucht man die. Yes. Also wir sind jetzt im Auto Richtung Wolfsburg City. Wir sind ungefähr schon eine Stunde da. Mal gucken. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das Design-Outlet dort ist. Wir haben ja auch ein Outlet bei uns in der Nähe und da bin ich sehr oft. Und weiß auch ungefähr die Preisvergleiche, ob irgendwas ein Schnäppchen sein könnte oder nicht. Ja, mal gucken, was wird. Mein Tipp für heute ist ein gutes 4-1 für Bayern, weil Wolfsburg ist zurzeit nicht so krass in Form. Wir haben ja Champions League verloren, die letzten Bundesligaspiele waren jetzt auch nicht gerade blendend. Und bei Bayern ist es ja so, dass sie zurzeit unschlagbar gefühlt sind. Immer sehr hohe Gewinne. Ja, mit dem 5-2 am Mittwoch gegen Arsenal und dann natürlich auch das Spiel gegen Bremen, was hoch ausging. Genau, mal gucken. So, da hinten steht schon La Classica, das Duell der Gigantinnen. So, wir sind jetzt in Wolfsburg angekommen, laufen jetzt zum Design-Outlet, haben nicht am Outlet geparkt, weil kein Parkplatz da war. Naja, mal gucken. Ist auf jeden Fall sehr, sehr groß und viel größer als das, was das Outlet, was wir haben in Halle Leipzig. So, wir machen jetzt gerade eine Pause. So, wir sind jetzt noch in L'Osteria eingekehrt, Minuten vor, ein paar Stunden noch vorm Spiel. Ja, noch was Kleines essen, weil ich weiß nicht, wie es im Stadion aussieht. So, das Essen ist jetzt angekommen. Da ist schon das Stadion. So, wir sind jetzt auf dem Parkplatz am Stadion angekommen und laufen jetzt zum Stadion. Bin gespannt. Ich sag das viel zu oft. Ich muss mir das mal abgewöhnen. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall sehr, sehr viele Wolfsburg-Fans. Wer hätte es gedacht? Ich denke auch nicht, dass viele hierher fahren. Aber ja, ich bin heute da. Das ist die Hauptsache. Ich würde sagen, so nah kommt man ohne Ticket an wenige Stadien. Ich hoffe, man hört mich trotzdem, weil ich habe gerade kurz vorm Einlass wollte ich nicht nochmal meine Kamera rausholen. Aber wir sind jetzt am Stadion und jetzt geht's gleich rein. Wir suchen gerade noch den Gästebereich. Das ist die Aussicht für heute. Also hier hätte man auf jeden Fall auch gleich einen Stehplatz kaufen können, weil beim Sitzplatz kann man irgendwie nicht so gut sitzen. Ich bin übrigens diesmal mit meiner Mama und meinem Papa im Stadion. Ja, aber mein Papa muss woanders sitzen, er muss irgendwo da oben sitzen. Weil wir keine zusammenhängenden Plätze bekommen haben. Aber naja, was soll's. Ich blende euch hier an der Seite auch noch die Aufstellung ein, damit ihr wisst, wer spielt. Die Wolfsburger haben sogar auch das mit dem Bier. Also jedes Heimtor ist Bier. Also wie bei Bayern. Jedes Heimtor ist ein Liter Bier von Paulaner. Da klatschen sich unsere Mädels nochmal ab. Und gehen jetzt in die Kabine, um dann gleich rauszukommen. München, alle! Bayern München, alle!
München alle, Bayern München alle, oh, 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 oh. Bayern München alle, oh, oh. Was für ein Fehler. Oh. Oh Gott. Los jetzt. Zack, dran vorbei. Oh. Hey. Rot wie Blut und weiß wie Schnee. Oh. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes, aber es sah auf jeden Fall nicht gut aus. Oh. Los! Oh. Schießt ein Tor! Auf geht's, Bayern, schießt ein Tor! Schießt ein Tor! Schießt ein Tor! Auf geht's, Bayern! Schießt ein Tor! Oh. Bayern, schießt ein Tor! Schießt ein Tor! Leute. Los! Oh, wieder nach hinten. Ja, genau die Bälle müssen kommen. So, die erste Halbzeit ist jetzt vorbei. Es ist leider nicht so gut für uns ausgegangen. Mit einer Verletzten und einem Gegentor. Und wir haben leider bisher 0 Tore. Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass wir es jetzt besser hinbekommen. Jetzt ging auf einmal Licht aus. Okay. Ja, hoffentlich wird das was. Aber ich glaube an die Mädels. Packmas. Jetzt machen sie auf einmal hier ein Lichtspiel. Sieht schon nice aus. Aber warum das so ist, keine Ahnung. Vielleicht anzeigen, dass es gleich weitergeht. Schalala. Schalala. München! Ich hoffe, es ist nicht da wieder schon was Schlimmes. Gerade läuft es irgendwie nicht so. Boah. Wie wäre das? Oh, wie wäre das? Oh, wie wäre das? Wunderschön. Ja.
Pokal. Oh Mann. Ui, was soll man dazu sagen? Wir haben einfach verloren. Spiel zu Ende. Oh, was war das für ein Spiel? Also, oh Gott, also da müssen wir jetzt mal auf jeden Fall was besser machen. Mein Papa fühlt's. Naja, irgendwie muss man sich ja eine gute Laune machen nach der Niederlage, oder? Jetzt kommen sie nochmal zur Kurve. Lena ist auch dabei. Lena ist übrigens mit meiner Lieblingsspielerin von FC Bayern. Ich hoffe, sie ist bald wieder auf dem Feld. Tschüssi! So, jetzt geht's wieder heim. So, ich bin jetzt schon wieder zu Hause. Ich habe total vergessen, eine kleine Zusammenfassung zu drehen und natürlich die Verabschiedung. Deshalb kommt es jetzt noch. Also, so wie es die Frauen gespielt haben, war es auf jeden Fall nicht prickelnd. Klar, sie hatten sehr viel Ballbesitz, aber sie haben nichts irgendwie abschließen können und die Pässe, es gab so viele Fehlpässe. Ja, dann gab es noch einen Verletzte, was natürlich auch sehr doof ist. Ich hoffe, da gibt es bald Entwarnung, dass es doch nicht so schlimm ist, wie es aussah. Weil es sah schon echt heftig aus. Ja, genau. Aber ansonsten war es ein super, super schöner Tag. Es hat mir total Spaß gemacht, bei den Frauen zuzugucken. Ich bin ja jetzt dann am 2.11. gegen Berlin in München zu den Männern. Dann bin ich gegen Benfica und gestern habe ich die Zusage bekommen. Ich bin auch gegen Paris dabei. Ich freue mich so unglaublich auf das Spiel. Das wird so krank. Falls ihr noch einen anderen Vlog kennt von dem Spiel gegen Paris. Das war einfach nur heftig und ich freue mich einfach so, dass ich die Möglichkeit bekommen habe und Tickets zugeteilt bekommen habe. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und ein Abo, damit ihr kein Video mehr verpasst, weil in nächster Zeit kommen echt, echt coole Vlogs und vielleicht lade ich auch ein Q&A hoch. Also falls ihr Fragen an mich habt, schreibt sie gerne in die Kommentare, dann beantworte ich sie mal in ein Q&A, so bis es zum nächsten Spiel geht. Und ja, das war's hiermit. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag und habt einen schönen Tag. Bleibt's wie ihr seid, ihr wisst Bescheid. Ciao!